Setzen Sie sich, Miss. Danke. Oh, verzeihen. Oh. Ja, macht nichts. Setzen Sie sich neben mich, bitte. Oh, lala. Sie haben aber einen großen Rucksack, ha? Huh? Wir werden da zusammenbleiben müssen für eine Weile. Ich muss jetzt raus. Das ist lächerlich. Sie sind gerade eingestiegen. Wir fangen doch gerade erst an, uns kennenzulernen. Geben Sie mir meinen Rucksack. Oh. Geben Sie mir meinen Rucksack. Geben Sie mir meinen Rucksack. Hey, gehen Sie weg von ihr. Oder was? Oder was? Oder was? Hey. Mussten Sie wirklich an dieser Station raus? Muss ich nicht. Ich wusste nur nicht, wie ich ihn loswerde. Danke. Mein Name ist Jake. Ich bin Nancy. Oh, und das war meine Haltestelle. Halten Sie bitte an. Bis dann. Oh, nein. Ihr Rucksack. Ja, mein Name ist Jake und ich habe diese Frau gerade bestohlen. Aber schon bald wird sie mein Herz stehlen. Nur 3300 Mäuse und das für uns beide, für den ganzen Monat. Verdammt, das wird nicht reichen. Und 100 Mäuse Provision. Für den Tritt in die Eier. Hey, nein, das ist... Ja. Hier, nimm sie. Wer ist das? Es ist Margarita. Oh, warte mal. Wer ist Margarita? Das ist meine Pizzalieferung. Du bist der ängstlichste Dieb der Welt, yo. Ich bin kein Dieb. Ich brauch bloß Geld. Okay, kein Dieb. Hol die Pizza. Komm. Sie sind's. Hey, hier, bitteschön. Wie haben Sie mich gefunden? Ich habe einen Sender in meinem Rucksack. Und mein Vater hat mir auch geholfen. Oh, Ihr Vater. Ist Ihr Vater ein Polizist oder so? Ja, der Chef der Polizei. Ich hoffe, Sie haben meinen Rucksack noch. Da sind ein paar sehr wichtige Dinge drin. Na, sicher, ja. Sicher. Also, kann ich reinkommen? Nein, stopp. Ich meine... Nur eine Sekunde. Es ist einfach ein Riesenchaos hier. Nur eine Sekunde bitte, okay? Steh auf! Was? Jetzt steh schon auf! Die Frau vom Bus hat uns gefunden. Sag ich, sie soll abhauen. Dein Ernst? Ihr Vater ist ein Cop. Und jetzt weiß er auch noch, wo ich wohne. Was? Ja. Mann, du musst dich verstecken. Hey, wo ist das Portemonnaie? Ich habe es in den Müll an der Haltestelle geworfen. Wie üblich. Komm schon. Was stehst du da so rum? Du musst sofort unter das Sofa. Geh unter das Sofa. Bitte mach schon. Unter das Sofa? Da. Siehst hier. Da bin ich auch schon. Kommen Sie rein. Wo ist meine Brieftasche? Ihre Brieftasche. Sie ist da drin. Nein. Vielleicht hat der Typ von der Bushaltestelle... Er muss sie geklaut haben. Wahrscheinlich. Mir graut es schon, wenn ich nur an ihn denke. Danke, dass Sie sich stark gemacht haben. Ist auch kein Problem gewesen. Mein Vater wird jede Minute hier sein. Er wollte Ihnen die Hand schütteln für das, was Sie getan haben. Ihr Vater? Oh, wissen Sie was? Na, beinahe hätte ich's vergessen. Ich hab doch meine Geigenstunde in einer Minute. Geige? Ja, also das tut mir wirklich leid. Oh, hören Sie, mögen Sie vielleicht vorbeikommen heute Abend? Das ist eine tolle Idee.
Ja, perfekt. Also 7 Uhr dann, Walterristraße 8. Ja, perfekt. Cool. Ich backe Kuchen. Gut. Ich werde da sein. Danke. Ich habe auch ein Zimmer zum Verstecken. Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir. Endlich. Lass mich unseren Helden sehen. Setzen Sie sich. Ich weiß Bescheid über dich, Jacob. Was meinen Sie, Sir? Also, du studierst an einer angesehenen Universität. Du wurdest von deinem Vater großgezogen. Deine Mutter ist schon lange verstorben. Zucker? Nein, nein, nein. Danke. Sir, woher haben Sie solche Informationen über mich? Also, ich musste den Rucksack finden. Nur keine Sorge, mein Sohn. Du hast nichts zu verbergen. Du bist ein wahrer Held. Wir brauchen Leute wie ihn bei der Polizei. Köstlich. Danke. Danke für die netten Worte und danke für den Kuchen. Ich werde gehen. Nicht so schnell. Wir haben noch was zu erledigen. Wir müssen den Verbrecher finden. Und du wirst uns helfen, eine Skizze von dem Dieb zu erstellen. Und dann werden wir ihn aufspüren, verfolgen und zum Gestehen bringen. Komm schon, Dad. Jake ist nicht so eine Art Sherlock Holmes. Also ganz ruhig, okay? Du hast recht, sorry. Ja, ich muss jetzt wirklich gehen, Sir. Ich habe eine wichtige Prüfung morgen. Sorry. Ich begleite dich nach draußen. Sieht so aus, als würde dein Vater die Welt auf den Kopf stellen, um diesen armen Dieb zu finden. Sei nicht sauer auf ihn. Er macht sich einfach nur Sorgen um mich. Ich würde ihm ja widersprechen, wenn es da nicht eine Sache gäbe. Was für eine Sache? Die Halskette meiner Mutter war in der Brieftasche. Sie starb, als ich 3 war, und jetzt ist sie das Einzige, was mich an sie erinnert. Hör zu, wir müssen sie finden. Sie ist irgendwo in einem Müll. Woher weißt du das? Nun, weil es elementar ist, Watson. Ja, ich meine, jeder Dieb macht das doch so, oder? Wir finden sie, ganz sicher. Hundertprozentig. Aber wie? Verdammt. Wo ist sie? Danke, dass du dir so viele Sorgen machst, aber nimm's nicht so schwer. Es ist nicht deine Schuld, was passiert ist. Du bist kein Dieb. Was, wenn ich dir sagen würde, dass ich auch gestohlen habe? Es ist für die Bildung, nicht wahr? Stimmt. Ich habe nicht einmal das Geld da, um das nächste Semester zu zahlen. Und ich habe noch 4 Jahre. Ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn du für eine Weile bei uns wohnst? Du hast so viel für mich getan und ich weiß, dass Dad gerne helfen würde. Meinst du das ernst? Natürlich tue ich das. Und ich werde Vereinbarungen treffen, damit du in Teilzeit mit mir abends im Kino arbeiten kannst. Ich konnte es nicht glauben. Der Grund, weshalb ich ein elender Dieb war, würde aufgelöst werden. Innerhalb von wenigen Sekunden durch diese Frau. So einfach. Jake? Was ist los? Ist doch okay. Es ist gar nichts. Es war einfach noch nie jemand so nett zu mir. Aber du bist auch ein guter Mensch. Niemand hat je für mich den Müll durchsucht.
Nein, ich kann nicht. Jake. Ich kann nicht. Jake! Ich gehe jetzt. Ich bin mit allem fertig. Ich werde nicht mehr stehlen. Niemals. Das war's. Also willst du einfach unser Geld nehmen und unseren Deal brechen, ha? Ich werde das Geld nicht nehmen. Hier. Verstehe. Also warum verwandelst du dich plötzlich in Mutter Teresa, ha? Weil es einfach nicht richtig ist. Ich muss dir mein Ende setzen. Und jetzt muss ich dir ein Ende setzen. Denkst du, du kannst mich den Bullen ausliefern, ha? Wovon redest du da, ha? Du stinkender Lügner. Die Bullen haben angefangen, unsere Route ohne Grund zu prüfen, ha? Direkt nachdem du los bist, um deine neue Freundin zu sehen. Es tut mir leid, Nansen. Ich war verwirrt. Ich wollte dich nicht verletzen. Ich bin ein guter Mensch, wirklich. Nein. Gute Menschen tun gute Dinge, Jake. Komm nie wieder in meine Nähe. Niemals. Ihre Worte trafen mich mitten ins Herz. Dachte ich wirklich, dass ich hierdurch zu einem anständigen Menschen werden würde? Nein, nein. Ich musste etwas tun. Ich musste die Frau zurückgewinnen, die mir die Augen dafür geöffnet hatte, wer ich wirklich sein wollte. Sir, ich weiß, Sie denken, ich wäre ein schlechter Mensch, der sich nur um das verdammte Geld kümmert, aber... Wow, warte mal. Wovon redest du, Junge? Ich nehme kein Geld von dir an. Ich freue mich, dass du zu uns kommst. Ja, aber... Schatz! Jake ist da! Wärst du so freundlich, unseren Gast gebührend zu begrüßen? Na klar, Daddy. Nance. Komm mir nicht zu nahe. Ich lasse dich nicht in unser Haus. Will ich auch nicht. Was machst du dann hier? Ich wollte dir nur das hier geben. Wie hast du... Es gibt nur einen Ort hier, wo sie den Müll hinfahren. Was? Du erwartest von mir, dass ich mich dafür bedanke, dass du die gestohlene Brieftasche vom Müll zurückbringst? Also danke, dass du sie da überhaupt erst hingebracht hast. Ich verstehe. Es tut mir leid. Hast du mich vermisst, Kumpel? Du? Oh. Willst du mich wieder verarschen? Hey, ganz ruhig. Entspann dich, Mann. Ich lag falsch. Es tut mir leid. Du alter Körner. Alte Gewohnheit, in den Trap zu legen, ha? Ja. Los geht's. Wie lief es so? Wie viele Leute hast du ausgeraubt? Nur zwei, weißt du? Es ist hart, allein zu arbeiten. Ja. Zusammen wird's besser, ha? Ja, wird es. Wir werden zusammen leben und unsere Verbrechen begleichen. Was ist denn verhaftet? Hast du mich wegen dieser Frau verraten? Er ist auch ein Dieb. Ja, ja, das wissen wir, Junge. Und deshalb verbüßt er bereits seine Strafe. Ich finde dich! Okay, okay, schön. Am Ende finde ich dich! Also, darf ich dich jetzt noch ein Date fragen? Hast du vergessen, dass du noch eine Woche Sozialdienst auf der Müllhalde hast? Ja, aber ich... Wir werden gehen. Ich warte, keine Sorge. Gary hier, der Showrunner von Dramatize Me. Vielen Dank an euch Dramatizers dafür, dass ihr uns folgt und unsere Videos anschaut. Wir wissen, wie gern ihr unsere Geschichten habt. Daher freue ich mich, ankündigen zu können, dass wir einen neuen Kanal namens
Lovebuster starten. Dort könnt ihr noch mehr exklusive Geschichten über Liebe und Beziehungen sehen. Also, klickt den Link in der Beschreibung, abonniert und schickt ihn an eure Freunde weiter. Alles Liebe und bis bald.